Ach, hallo ihr Lieben. Heute den ersten Schultag weg. Ganzen Tag gesessen, Unterricht gemacht und jetzt tut mir mein Rücken weh, bin verkürzt. Ja, und wir wollen heute mal was dagegen tun. Ich habe mir heute Unterstützung geholt. Mein Bruder von der Stadtschule, deswegen sind wir heute auch hier. Grüße. Hallo. Hallo. Wir machen heute ein bisschen was zur Dehnung, Mobilisation und ihr wisst aus den vergangenen Stunden, dass ich relativ bewegungsunfreudig bin, was so meine Gelenkigkeit angeht und mein Brüderchen wird uns da mal ein bisschen helfen und mal ein paar Dinge zeigen. Ja, mir ging es selber nicht anders. Ich habe jahrelang selber solche Probleme gehabt, Nackenprobleme, Knieprobleme und musste dann erfahren, dass das ganz viel hier oben von der Steuerzentrale kommt. Und deswegen wollen wir euch heute eigentlich mal eine Erwärmung zeigen, die man machen kann für jeden Bereich, also Fitness, Leichtathletik, Gymnastik. Die dauert nicht lange und sollte nach Möglichkeit, wenn ihr große Probleme habt, ein bis zweimal am Tag gemacht werden. Wir machen es immer im Fitnessstudio als Erwärmung am Anfang und am Ende zum wieder locker werden. Mobilisation, zum Dehnen, ja. In dem Bereich, genau. Und wo wir anfangen? Fangen wir an. Genau. Gut. Fangen wir an. Du erklärst immer, sagst zwischendrin, ich stelle dumme Fragen, alles wie immer. Okay? Genau, also alles wie gehabt. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen das Ganze von oben nach unten führen. Das heißt, wir fangen mit unserer Steuerzentrale heute an. Als allererstes lasst ihr die Arme einfach mal baumeln und nehmt den Kopf und macht leichtes Kopfkreisen. Nach Möglichkeit nur vorne über das Kinn, schön das Kinn auf die Brust drücken, zur Seite. Und wie weit zur Seite? Ja, bis zur Schulter ungefähr. Okay. Also so halb. So halb. Kreise, genau. Und ihr könnt euch merken, so ungefähr jede Übung so 10 Mal vielleicht. Viel mehr sollte es gar nicht sein. Danach die nächste Übung. Wir drehen den Kopf zur Seite, so weit wie es geht. Mhm. Die andere Richtung. Hier reicht 5 Mal in jede Richtung, sind wir auch bei 10. Und noch eine kleine Übung, die auch bitte vorsichtig, ihr greift von oben um den Kopf rum, die andere Hand, die linke Hand wird nach unten so ein bisschen gestreckt, als drückt ihr euch vom Boden ab und zieht den Kopf ganz leicht zur Seite. Wechseln, andere Seite. Schön mit der Handfläche nach unten abdrücken ein bisschen. Und lockern. So, damit haben wir den ersten Bereich gemacht, den Nacken schon mal. Und jetzt fangen wir an, so ganz leichtes Schulterkreisen nach vorne. Lasst die Arme dabei noch hängen. Weil der knackt es schon ganz schön. Ja, mir knurbelt es. Das Ganze nach hinten. Und jetzt bringen wir die Arme mit ins Spiel. Und zwar macht es so, dass ihr in die Arme eine Rotation bringt. Das heißt, wenn ihr nach vorne geht, sind die Handflächen nach außen. Wenn ihr nach unten zum Körper geht, sind die Handflächen wieder an der Seite dran. Und probiert damit erstmal schön langsam große Kreise zu machen. Und wenn ihr das könnt, dann bringt ihr langsam so mehr Schwung rein. Schön die Handflächen mit rotieren lassen. Ganze Richtungswechsel nach hinten. Und wer gut ist, kleine motorische Übung, kann auch das entgegengesetzte Abkreisen mit reinbringen. Auch hier die Handflächen wieder rotieren lassen, wem das gelingt mit Richtungswechsel. So, okay. Wird schon besser? Ja, also Nacken, Schultern auf jeden Fall. Das hat ja am Anfang ganz schön geknobelt, das wurde jetzt weniger. Ja, ich höre dich nicht mehr so. Ja. Nächste Übung, und zwar nehmt ihr die Hände so leicht an die Seite. Die müssen nicht unbedingt hier oben rechten Winkel, sondern können hier unten sein. Und jetzt so ganz leicht rotieren. Okay. Wir mobilisieren jetzt noch ein bisschen den Oberkörperbereich. Das muss gar nicht so schlimm sein. Füße bleiben fest auf dem Boden. Füße bleiben fest auf dem Boden, sollten so ungefähr schulterbreit sein die ganze Zeit. Okay.
versucht schon gleichmäßig zu atmen, lange ausatmen. Das hilft bei der Entspannung der Muskeln und locker. Ist ja eh beim Ausatmen kann man ja viel besser dehnen. Ne? Genau. Also. Genau. Und die Atmung spielt auch jetzt eine Rolle. Und zwar, ich zeige es euch erstmal, lasst eure Arme runterbaumeln, so als ob da gar keine Muskelspannung drin wäre. Und jetzt geht ihr nach vorne, atmet aus, lasst die Arme dabei hängen, wie bei so einem Pendel, und richtet euch komplett auf. Und wieder runter. Ausatmen, einatmen, aufrichten. Arme bleiben hängen. Ausatmen, einatmen. Und das sieht schon viel besser aus als vorhin. Ja, ja. Die Beine müssen übrigens nicht komplett durchgedrückt sein, die können auch minimal angewinkelt sein. Na, also wenn ihr hier nach vorne geht und die sind nicht ganz durchgedrückt, ist das nicht so schlimm. Das Ganze ungefähr 10 Mal, dann locker und als nächste Übung leichte Rotation in der Hüfte. Hüftkreisen nennt sich das Ganze auch. Hier geht es nicht darum, so groß wie möglich den Kreis zu machen, sondern so rund wie möglich. Also keine Ecken da drin. Ja. Richtungswechsel selbstständig? Oder? Richtungswechsel selbstständig. Ich sage immer so zwischen 10 Kreisen in jede Richtung. Und dann kurz lockern. So, das wäre es eigentlich schon zum Oberkörper. Die nächste Geschichte geht in die Rotatoren. Das heißt, als allererstes streckt ihr das Bein. Und zwar so, dass die Fußspitze gestreckt ist. Ja. Und jetzt versucht ihr hier einen schönen, gleichmäßigen Kreis. Der muss nicht groß sein, aber hier auch wieder gleichmäßig zu machen. Nach außen. Versucht schon mal schön stabil zu stehen. Sucht euch einen Punkt auf dem Boden, den ihr fixiert. Dann hilft euch das. Richtungswechsel. Muss man sich schon ganz schön konzentrieren. Ne? Also, wenn man das nicht geübt ist. Das ist richtig. Aber nach Möglichkeit nicht suchen, wo ihr euch festhaltet, wenn ihr Probleme habt mit dem Gleichgewicht, einfach mal kurz absetzen und wieder neu fixieren. Und dann, das ist viel wichtiger, als wenn ich mich irgendwo festhalte. Anderes Bein. Schult ja auch das Gleichgewicht damit, ne? Genau. Anderes Bein, Fußspitze strecken. Wer gut ist, wer das kann, der kann den Kreis auch größer machen. Wichtig ist, dass er schön rund ist. Merkst du schon was? Wird dir schon warm? Ja, angenehm, alles gut. Wechsel. Beine strecken, Fußspitze strecken. Das ist eine Übung, die auch schon immer leicht anstrengend wird. Von der Stabilisation her und auch hier im Hüftbereich merkt man das. Deswegen kurz lockern. Und jetzt die nächste Übung ist auch, dass wir die Rotatoren noch ein bisschen bewegen. Und zwar bringt ihr das Bein hier vorne im rechten Winkel hin, stellt euch hier hin, hier die Spannung halten, unten locker bleiben und jetzt lasst ihr das unten wie ein Pendel hin und her pendeln. Nach Möglichkeit bleibt der Oberschenkel immer derselben Höhe. Hier auch ruhig 10 bis 15 Mal, das ist eine schnelle Übung, die geht recht einfach. Da komme ich schnell auf 15. Wofür ist das auch so? Auch hier Beinmobilisation. Das heißt, ich habe hier die Rotatoren, die hier mit bewegt werden. Ja. Und das ist halt fürs Hüftgelenk ganz wichtig. Ja. Und jetzt die nächste Übung ist noch wichtiger. Und zwar zieht ihr jetzt die Fußspitzen an, damit macht es ein bisschen schwerer. Ja. Und versucht den Kreis nach außen zu machen. Hier auch schön gleichmäßig. Wer gut ist, schafft es etwas größer, den Kreis. Wer da noch nicht so fit ist, macht einen kleineren Kreis. Hier auch wieder 10 Mal, merkt es von der Atmung her. Es wird langsam anstrengend. Wir wechseln die Richtung. Na, das klingt aber echt gefährlich. Das ist mein kaputtes Knie, was so knurbelt. Aber dadurch, dass hier halt keine Belastung drauf ist, außer die hier von der Stabilisation, könnt ihr hier ein wenig kaputt machen. Besten ist gar nichts, ne? Mir ist noch nichts passiert dabei. Ja. So. Lockern. Anstrengend. Ja, das merkst du, denke ich, jetzt schon. Ja. Das linke Bein wieder kurz ausrichten. Rechter Winkel. Und
erstmal nur ganz normal locker. Sobald man woanders hinguckt. Ja, das ist schlimm. Nur ruhig absetzen, wieder anfangen. Fußspitze anziehen und wir drehen. Ja. Ja, kann man ja gut, das kann man immer probieren, die Geist größer zu machen. Wird dann natürlich auch umso anstrengender. Also mir wird langsam warm, ja, auf jeden wie dir es geht. Ja. Wechsel. Ist halt eine Erwärmung, ne? Wir belasten alle Muskeln. Und dann ist das Herz-Kreislauf-System vorbereitet für jeglichen Sport. Ja, und ihr werdet auch merken gleich, wenn wir jetzt uns zum Schluss dann nochmal den Test machen oder Dehnung, das ist ganz was anderes. Lockern. Okay. So, was wir noch vergessen haben, sind die kleinen Gelenke, das heißt die Handgelenke. Und die Fußgelenke, okay. Die machen wir jetzt zum Schluss noch zur Mobilisation. Das heißt, wir gleichzeitig, alles für gleichzeitig, wer das kann, ist gut. Ich persönlich mache es mal nur drei. Das heißt, ich bleibe auf dem Strecke, das rechte Bein und drehe jetzt Fußgelenke und also das Fußgelenk und die Handgelenke. Das überfordert mich schon fast. Ja, jetzt Richtungswechsel. Jetzt wird es schwer. Ja. Und dann entgegengesetzt. Drei Ebenen kriegt man so, ihr könnt die Hand aufmachen. Ich persönlich habe so lieber etwas kleiner, das hilft mir beim Rotieren. Ja, bei dir, du hast sie so offen. Es ist so, wir wechseln. Nur Überforderung. Anderes Bein, kurz ausrichten. Sucht euch wieder irgendwo einen Punkt. Ja. Und wir fangen an. So, wechseln. So, und als nächstes machen wir mal einen kleinen Zwischentest. Und zwar stellt ihr die Beine noch nicht ganz zusammen, so zwischen Schulterbreite und Hüftbreite, so um die Dreh. Lange ausatmen. Und jetzt macht ihr folgendes: Ihr geht mal mit euren Fingerspitzen an euren Oberschenkeln über die Knie langsam nach unten und atmet dabei lange aus. Und schaut mal, wie weit ihr kommt. Wer es gut ist, kann dann schon mal. Parkett mitlaufen, Herr May. Ja, ja. Und dann langsam wieder zurück. Es ist schon besser geworden, ne? Mengen. Also nicht nur heute, sondern auch in den letzten Monaten hat sich da schon ein bisschen was getan. Vor einem halben Jahr war hier Schluss. Ja, ja. Mit ein bisschen Mühe und natürlich auch noch guter Erwärmung immer wieder wird das schon besser. Also war auch normal, ne? Auf alle Fälle. Ja. Nochmal lange ausatmen. Und während ich ausatme, schön nach unten gehen. Nicht nach vorne umfallen. Okay, so, das war der erste Teil. Ja. Der zweite Teil, da müssen wir dann mal auf den Boden gehen. Und zwar als nächstes, der macht einen Ausfallschritt weit nach vorne, kann man uns erkennen. Ich mach mal vielleicht so, damit man das sieht. Genau, du machst Bein Perspektive, die Arme. Immer das linke Bein nach vorne. Genau. Und so. Als erstes jetzt setzt ihr erstmal die Hände auf Höhe der Füße. Ich sehe schon, ich stütze mich jetzt aktuell noch auf den Fingerspitzen ab. Das kann sein, weil man gerade auch in der Leistengegend noch ein bisschen zu verkürzt ist. Ja. Jetzt habt ihr die Option, es entweder das Bein abzusetzen. Ich mache das mal. Jetzt merkt ihr, indem ihr das Becken nach vorne bringt, hier drinnen den Druck. Ja. Ja? Wer das möchte, kann das so machen, wer da Probleme hat. Wer sagt, ich traue mir das zu, macht das mit gestreckten Beinen. Ja. Und versucht dabei, den Rücken ein bisschen so gerade zu machen und eine Möglichkeit nach vorne zu gucken. Aber wenn ich den Kopf nach unten nehme auf die Brust, wäre ich rund. Ja, so. Nehme ich den Kopf nach oben, versuche ich hier im Rücken, ohne dass ich jetzt groß ins Hohlkreuz gehe, aber zumindest die Schultern noch nach hinten drücke. Wenn das geht, kann ich die Hände komplett aufsetzen. Bring mal einfach den Druck drauf. Das geht bei mir noch nicht. Ja, das ist anstrengend. So, okay. Nur wie gesagt, das Knie absetzen. Und jetzt probieren wir einen Schritt weiter zu gehen. Und zwar nehmt ihr den Ellenbogen und setzt mit dem Ellenbogen auf. Auch wenn der Rücken jetzt ein bisschen rund wird, hier nochmal den Druck drauf bringen. Ausatmen und halten. Und jetzt machen wir folgendes: Die Hand, die jetzt zurzeit auf dem Boden ist,
wird gestreckt, nach außen geführt, achtet auf die Hand und dreht den Oberkörper um. Auf die Hand gucken, die oben immer ist. Auf die Hand gucken, die oben ist. Okay. Halten, halten, noch ein Stück mitdehnen. Absetzen, jetzt werdet ihr merken, die Hand geht schon viel leichter nach unten. Ja. Ja. Jetzt kommt die rechte Hand. Das gleiche Spiel. Das gleiche Spiel nach oben jetzt einfach nur. Die wird nicht nochmal abgesetzt. Jetzt werdet ihr merken, hier kommt er nicht ganz so weit. Dehnung halten. Halten. Absetzen. Und jetzt nehme ich den Fuß zwischen die Beine, zwischen die Hände. Hände. Ja. Versuche das Bein zu strecken. Das gelingt mir schon seit Jahren nicht. Das vordere. Und trotzdem hier das vordere Bein den Druck drauf bringen. Ja. Aufrichten. Und nach außen gehen. Und hier nach außen rutscht man einen Schluck rein. Den Druck halten. Okay. Wer Probleme hat hier beim Runtergehen, so tief wie möglich. Ich persönlich setze meinen Hintern fast auf der Ferse ab. Wer damit Probleme hat, kann sich hier gerne abstützen. Wenn das gelingt, der bleibt hier oben. Die Fußspitzen zeigen noch nach vorne. Meine Blickrichtung. Und jetzt drehe ich den Fuß ein und ziehe die Fußspitze ein Stück an. Dann komme ich noch mal ein Stück tiefer. Ja. Ja. Das ist von der Oberschenkelinnenseite jetzt Oberschenkelrückseite. Genau. Dazu. Wir haben erst den Bereich hier innen gemacht, jetzt die Rückseite. Jetzt zieht es eigentlich so über dem Knie, müsste es jetzt ansetzen. Ja. So, wer jetzt richtig gut ist, steht aus der Position auf, ohne die Hände zu benutzen. Gut, das mache ich das nächste Mal. Ja. Wer nicht, ist überhaupt kein Problem, stützt euch hier ab. Drückt euch hoch. Jetzt gehen wir nach vorne. Und das ist eine Übung. Ich weiß nicht, ob du die mitmachen kannst mit deinem Knie. Das ist der letzte Abgang. Und nur noch an dem linken Bein, ne? Was wir hatten jetzt? Ja. Das linke Bein wird nach innen gelegt. Hier haltet ihr am rechten Winkel. Ja. Und versucht mit dem Oberkörper, jetzt könnt ihr selber mal gucken, dass er hier nach vorne kommt, über das Bein. Das heißt, hier ruhig den Fuß fixieren so ein Stück. Weil oftmals haut er hier nach hinten ab. Ja, bei mir. Dann ist die Übung leichter. Auch nicht das Ziel, sondern der rechte Winkel bleibt. Und dann kann ich hier nach vorne gehen, nach unten gehen und langsam den Druck aufbauen. Hier aber vorsichtig, wer hier zu viel wäre am Anfang, kriegt Probleme mit der Lendenwirbelsäule. Okay. Deswegen langsam halten. Für mich reicht das schon so, hast du mir, glaube ich, lange ausatmen. Und wer gut ist, kann dann hier super langsam nach unten gehen, die Dehnung halten. Und wieder hoch. Okay. So, wir gehen mit beiden Händen hier nach vorne, gehen in den Liegestütz und jetzt wird gewechselt. Das heißt, bei mir kommt jetzt das rechte Bein nach vorne. Genau. Jetzt werde auch merken, dass sich nicht beide Seiten gleich anfühlen. Also eine Seite geht immer besser als die andere. Ich glaube, du musst ein Stück durchrutschen, dass dein Fuß nicht ganz drauf. Gut. Ja. Eine Seite geht immer besser als die andere. Das sind unsere Muskeldysbalancen, die wir haben. Das heißt, beim Rechtshänder ist zum Beispiel der rechte Arm immer stärker als der linke. Und genauso haben wir unsere Verkürzungen im Körper. Wieder auf die Handfläche legen. Legt bewusst den Kopf erstmal nach vorne. Versucht, die Brustwirbelsäule ein bisschen nach vorne zu schieben. Halten. Jetzt der rechte Ellenbogen. Auf den Boden. Immer wieder bewusst atmen, lange ausatmen. Halten. Der rechte Arm wird nach oben geführt, ihr folgt der Hand. Haltet den Druck drauf. Handfläche im Auge behalten. Zurück. Absetzen neben dem Fuß. Der linke Arm kommt nach oben und folgt der Hand. Halten, zurück. Wir nehmen den Fuß zwischen die Hände, strecken, versucht das Bein zu strecken. Strecken nach oben, Luft mal zur Seite gehen und jetzt wieder tief. Das war jetzt mein Knie. Die besonders gut sind, zu versuchen, die Ferse nach hinten zu führen, weiter auf dem Boden und dem Bein, was hier vorne stützt, so
Je weiter ihr die Ferse im Umblick, desto besser. Fußspitze nach oben. Druck halten. Und wir gehen aus der Position hoch. Hier rüber. Wieder mit dem Liegestütz das Knie zur Seite legen. Du musst aufpassen mit dem. Ja. Ja, also dann nimm es weiter zurück. Ja. Wer das kann, geht in den rechten Winkel. Wer das nicht kann, probiert hier erstmal den Winkel spitzer zu machen und versucht es dann nach und nach vorzuführen. Druck halten. Runtergehen. Lange ausatmen. Das ist auf jeden Fall anstrengend. Und wir gehen aus dem Liegestütz hoch. So, damit hätten wir den Grund schon mal geschafft. Ja. Jetzt erstmal die Kontrolle. Und zwar als allererstes, wir fangen wieder hier an der Hüfte und laufen über unsere Oberschenkel, Schienbeine, Fußzehen nach vorne. Probieren mal so tief wie möglich zu kommen. Versucht die Beine dabei nach Möglichkeit schon gestreckt zu lassen. Also das hier zählt nicht. Ja. Aber wenn die hier minimal einwinkeln, hier ganz leicht, ist das okay. Ja. Die dürfen, müssen nicht komplett durchgedrückt sein. Im Gegenteil, das ist sogar eher hinderlich. Nochmal, runter. Ist hinderlich, aber passiert da was? Also ist das schädlich oder? Ja, da scheiden sich die Geister. Ach so, wie bei allen Dehnungen. Manche sagen, okay, die Knie müssen durchgedrückt sein. Andere sagen, das ist nicht gut für die Gelenke, wenn die so nach hinten durchgedrückt werden. Ja. Ich persönlich finde es, ich höre immer gerne meinen Körper und sage, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an. Und ich persönlich mag es auch nicht, wenn ich hier, der eine oder andere kennt das vom Laufen vielleicht, wenn du so ein Loch reintrittst und so durchdrückst. Ja. Ja, das ist unangenehm, das tut weh. Ja. Und so ähnlich vergleiche ich das auch. Deswegen, ich habe es dann eher, ich sag mal, minimal angewinkelt nach vorne oder halbwegs gerade. Und man merkt schon, es tut trotzdem hier hinten weh. Hier muss es ziehen, ne? Genau, hier, ja. Wade, hintere Oberschenkel und natürlich auch hier im Lendenbereich und im Nackenbereich. Das Fasziensystem ist ja auch durchgehend eigentlich. Es geht ja von den Fußflächen unten über die Waden, Oberschenkelrückseiten, hinterm Lendenbereich bis hoch zum Nacken geht ja das Fasziensystem in einem System. Und wenn irgendwo eine Verkürzung ist, genau, zieht es ja überall mit. Genau. Ja, also bei mir fängt das, ich kann es gar nicht definieren, ob es an Füßen, Waden oder Oberschenkelrückseiten anfängt, es ist überall verkürzt und das zieht sich dann bis in die Lendenwirbelsäule, wo ich dann Probleme habe, oder oben im Nacken kann sich das sogar dann ausstrahlen. Ne? Auf alle Fälle. Das ist stressbedingt, wenn ich Stress habe, der Nacken ist hart, merke ich genau noch, wenn ich das erste Mal versuche hier runterzukommen, ist hier irgendwo Schluss. Ja. Fange ich hier oben mit dem Kopf an und arbeite mich langsam durch, komme ich dann halt auch dementsprechend hier runter. Sehr schön. Können wir den Training starten. Genau. Ja, das sind vielleicht 10 Minuten am Anfang, 10 Minuten am Ende. Genau. Und die zahlen sich aber aus. Die zahlen sich aus, genau. Weil Muskelkater ist weniger durchs Training, Regeneration ist schneller und natürlich Verkürzungen finden nicht statt, die dann weiteres Training später verhindern oder vielleicht später zu Haltungsschäden führen können. Ja, deswegen. Und vor allen Dingen, ich hatte halt auch Muskeldysbalancen, also Verkürzungen, die sich unterschiedlich im Körper ausprägen. Ich merke, wo die sind, wo ich mehr arbeiten muss. Dadurch, dass wir auf beiden Seiten die gleichen Übungen machen und durch die ständige Wiederholung schaffe ich das halt ein bisschen auszugleichen. Ich kriege das nicht ganz weg, aber ich kann es soweit mobilisieren und kräftigen, dass ich keine Probleme damit habe. So, genug Quatsch. Ihr seid dran. Ne? Viel Spaß. Aus. Genau, und wir würden uns freuen, wenn wir ein bisschen Feedback kriegen, wie es bei euch wirkt, wie es ankommt, wo es einsetzt vielleicht auch und ob es anstrengend war oder nicht. Also, bis bald. Tschüss, macht's gut. Macht's gut. Und hier wollen wir jetzt mal noch einen kleinen Test machen, den auch jeder mal zu Hause probieren kann, inwiefern er auch verkürzt ist im Wadenbereich. Und zwar nehmt ihr die Beine, ich mache es mal direkt von der Seite mit Absicht, nehmt ihr die Beine etwas schulterbreit und versucht jetzt in die Hocke zu gehen. Aber nicht in die Hocke, indem ihr den Rücken komplett rund macht, sondern indem ihr versucht, den Rücken so gerade wie möglich zu lassen. Das
versuchen wir den Hintern am Tops. Das Ziel ist, dass ihr den Hintern absetzt, ja? Dass ihr ganz runterkommt. Und versucht dabei, ihr seht es bei mir selber, der Rücken biegt sich leicht trotzdem hier mit. Wer richtig gut ist, lässt das auch, schafft das gestreckt. Ja? Aber so weit runter habe ich noch nie ohne vorher was gemacht zu machen. Genau, ja. Oder nach hinten umzukippen. Ja, die meisten fallen nach hinten um, machen eine Rolle rückwärts. Ja. Eine gute Möglichkeit ist auch, wenn ich sage, ich halte mich erstmal irgendwo nach vorne fest. Ja? Ja. Und wem das gelingt, wer das kann, der kann natürlich die Arme hier reinnehmen, den Rücken auch versuchen, hier bewusst gerade zu machen. So rund schafft das fast jeder, aber den Rücken gerade drücken. Und jetzt versucht ihr hier einfach mal mit den Ellenbogen die Knie noch so ein Stück auseinander zu drücken. Und dann kann ich auch sagen, ich fange hier an, leicht zu rotieren, mich leicht zu bewegen. Ja? So. Okay. Das war's. Gut. Eine abschließende Übung vielleicht noch, wo man sagt, das kann man auch noch machen. Hier nach vorne gehen und dann von hier aus in den Liegestütz. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Kamera reicht oder hier wieder hoch. Wenn du von weiter hinten startest, auf jeden Fall. Ja, das ist auch noch eine schöne Sache, wo ich sage, ich gehe hier runter in den Liegestütz, gehe so weit wie möglich vor mit den Händen, halte den Stütz hier auch und gehe von hier aus wieder nach hinten. Und dann würde ich sagen, haben wir alle Bereiche geschafft. Ja.